Also eigentlich, wir sitzen auf einem Pulverfass, was die internationale Politik angeht, und wir müssen mäßigend jetzt einwirken. Mitglieder und Zuschauer, mein Name ist Monika Langer, ich bin Querdenkerin im Bundesvorstand der Basisdemokratischen Partei Deutschland und ich bin hier mit Anton Körner, unserem Kandidaten auf Listenplatz 2 für die Europawahl. Anton, erstmal herzlichen Glückwunsch zu deiner Wahl. Vielen Dank, vielen Welche herzlichen Dank. Themen möchtest du mittragen in den Wahlkampf zur Europawahl? Ja, also das sind mehrere Themen. Also in Neumünster hatte ich ja das Friedensthema eigentlich im Zentrum meiner Rede gehabt. Und das ist natürlich so aktuell wie nie, dieses Thema. Ja. Wir sehen, was in der Welt passiert. Es ist nicht nur der Ukraine-Krieg, es ist jetzt Israel und Palästina ist jetzt dazu gekommen. Der Taiwan-Konflikt mit China, das kann auch noch eskalieren. Wir haben den Jemen. Also eigentlich, wir sitzen auf einem Pulverfass, was die internationale Politik angeht. Und wir müssen mäßigend jetzt einwirken. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, als Basispartei können wir da auch wirklich einen Beitrag dazu leisten. Auf jeden Fall. Hast du Ideen für die Medienarbeit, die wir jetzt in der Wahlkampagne nutzen werden, um die Leute für dieses Thema zu sensibilisieren und auch andere wichtige Themen? Also das Medienthema ist natürlich schwierig für eine Partei wie die unsere. Und das liegt natürlich daran, dass die Mainstream-Medien halt nicht an uns ran wollen. Die wollen nicht mit uns reden, die wollen uns ignorieren. Und das machen sie ja auch ganz erfolgreich. Und wir müssen halt versuchen, an die alternativen Medien halt irgendwie heranzukommen. Und das können wir vielleicht auch schaffen, wenn wir jetzt mehr Öffentlichkeit bekommen, dadurch, dass wir dann im Europaparlament dann eben vertreten sind. Vielleicht wird es dann die einen oder anderen geben, die sich dann eben tatsächlich mit uns auch mal ein bisschen detaillierter und länger auseinandersetzen wollen von den alternativen Medien. Und was ich mir sehr wünschen würde, das ist das Thema also nicht nur in den deutschen alternativen Medien rauszutragen, also das Thema Basisdemokratie und Subsidiarität, sondern vielleicht auch, es gibt ja auch ausländische alternative Medien, die können sich ja auch für unsere Themen interessieren. Ja? Und da würde ich dann eben auch ganz gerne meine Fremdsprachenkenntnisse anbieten, um dann vielleicht auch mit denen halt mal reden zu können. Das würde mich wirklich sehr freuen, wenn ich dazu einen Beitrag leisten könnte. Das klingt sehr schön. Du weißt ja, wir sind in der Basisdemokratischen Partei. Uns ist tatsächlich sehr wichtig, den meisten Mitgliedern hoffe ich doch, dass sie regelmäßig in Abstimmungen einbezogen werden. Wie möchtest du das umsetzen in der Arbeit im Europaparlament? Ja, das ist ein sehr schwieriges Thema. Also schön wäre es natürlich tatsächlich, wenn wir eine Plattform bekämen. Also ich glaube, unsere IT, die arbeitet ja auch daran, an einer Plattform, wo eben alle Mitglieder befragt werden können über bestimmte Themen, damit dann diese Dinge eben an uns herangetragen werden können, damit wir die dann eben mitnehmen können nach Brüssel oder nach Straßburg. Ja, das empfinde ich als also extrem wichtig, dass wir das wirklich machen, dass wir eben Basisdemokratie dann eben leben können. Ne? Und zum anderen freue ich mich natürlich darauf, wenn sich Mitglieder einfach per Mail bei mir melden oder auch bei Isabelle oder bei jedem anderen Kandidaten, der hoffentlich ins Europaparlament kommt und dass wir dann eben darauf eingehen können und so halt einen direkteren Kontakt halt herstellen können zu den Menschen. Gibt es noch ein letztes wichtiges Thema, das du den Mitgliedern mitgeben möchtest in diesem Interview? Ich habe es in meiner Rede hier in Frankfurt angesprochen und das ist das Thema, ich habe die Rede sehr allgemein gehalten und da habe ich über die europäischen Werte gesprochen, die seit der Französischen Revolution halt prädominant sind in Europa und dass das eben die Werte der Basispartei sind mit den vier Säulen. Also Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, das entspricht unseren vier Säulen. So, und das müssen wir raustragen. Das hat die Europäische Union nämlich vergessen. Ja, diese Ideale, ja, mit denen sie eigentlich mal ursprünglich mal gegründet worden ist. Das haben die vergessen und wir müssen sie daran erinnern. Das ist ganz wichtig. Und unsere Stimme, egal wie schwach die vielleicht am Anfang sein sollte, ja, sie wird stärker werden im Laufe der Zeit, weil immer mehr Menschen sich für unsere Themen interessieren werden. Ja, vielen lieben Dank. Das war Anton Körner, Listenkandidat auf Platz 2. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.